Mario Barth, ein bekannter Name in der deutschen Komödie, hat in seinem Leben und seiner Karriere viele Ereignisse erlebt, die ihn vor große gesundheitliche und psychische Herausforderungen gestellt haben. Mario Barth wurde am 1. November 1972 in West-Berlin geboren und ist mit seinen berühmten Shows und seinem charakteristischen Humor zu einer Ikone der Comedy geworden. Mario Barth wuchs mit 5 Geschwistern in einer katholischen Familie im West-Berliner Bezirk Mariendorf auf. Sein Vater stammte aus Ulm, seine Mutter aus Oberbayern. Seine Kindheit war geprägt von Familienwerten und Religion. Er studierte an der privaten katholischen Schule St. Marien in Neukölln. Er war früher Messdiener, was seine spätere Persönlichkeit und Lebenseinstellung stark beeinflusste. Nach Abschluss seines Studiums absolvierte Barth eine Ausbildung zum Elektronik- und Nachrichtentechniker bei Siemens in Berlin mit der Fachrichtung Telekommunikation. Seine wahre Leidenschaft gilt jedoch dem Theater und der Komödie. Er begann ein Schauspielstudium und besuchte Comedy-Workshops, unter anderem an der Kölner Comedy-Schule, wo er erste Erfahrungen auf der Bühne sammelte. Mario Barths Comedy-Karriere begann mit der Teilnahme an Fernsehshows wie Nightwash und Quatsch Comedy Club. Seit Anfang 2001 tourt er mit der Bühnenshow Männer sind Schweine, Frauen auch und wurde schnell zu einem berühmten Namen in der deutschen Komödie. 2003 hatte er seine eigene Comedy-Show auf ProSieben mit dem Titel Don't You Know? Und trat weiterhin in vielen anderen Comedy-Shows auf. Einen großen Erfolg feierte Barth mit der Live-DVD, Men Are Pigs, But So Are Women, erschien im Oktober 2005, erreichte Platz 3 der deutschen Albumcharts und erhielt 12 Platin und eine Goldschallplatte. Auch die nächste Show, Primitive But Happy Men, erzielte große Erfolge und brachte ihm 2006 den Deutschen Comedy-Preis in der Kategorie Beste Live-Comedy ein. Im Jahr 2007 stellte Barth mit seinem Auftritt vor rund 70.000 Zuschauern im Berliner Olympiastadion den Weltrekord als meistgesehener Live-Comedian auf. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in seiner Karriere und bestätigt Mario Barths Position in der Comedy-Branche. Doch hinter diesen Erfolgen stehen große Ereignisse und Herausforderungen, denen sich Mario Barth stellen muss. Mit zunehmendem Alter begann sich sein Gesundheitszustand zu verschlechtern. In den letzten Jahren hatte Barth mit vielen schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die dazu führten, dass er nicht mehr die Kraft hatte, seine Karriere wie in jungen Jahren fortzusetzen. Auch seine Familie hat bestätigt, dass Barth unter großen körperlichen und seelischen Schmerzen leidet. Mario Barth hat den Wunsch geäußert, seine Karriere vorzeitig zu beenden, um seinen Lebensabend genießen zu können. Er möchte Zeit mit seiner Familie verbringen und sich um seine Gesundheit kümmern. Dies war eine schwierige Entscheidung, insbesondere für jemanden, der sein ganzes Leben der Kunst der Komödie und der Freude des Publikums gewidmet hat. Die Ereignisse im Leben von Mario Barth machen auch vor seiner Gesundheit nicht Halt. Obwohl seine Karriere große Höhen erreichte, erlebte er auch viele Höhen und Tiefen. Der Arbeitsdruck, die Erwartungen der Öffentlichkeit und die Kritik führten dazu, dass er sich oft müde und erschöpft fühlte. Aber mit Leidenschaft und einem geistständigen Einsatzes hat Mario Barth alles gemeistert, um standhaft zu bleiben und weiterhin auf der... Er hat einen Zugang zu guter Technik, auch Zugang zu wirklich, da haben sich die Lehrer sehr, sehr eingesetzt. Andere Schüler sind völlig abgehängt worden. Ne? Und das gilt nicht nur für Deutschland, aber auch für Deutschland. Also ich glaube, diese Polarisierung ist der größte Effekt. Ne? Aber und das war am Anfang sehr schwer abzuschätzen, aber das ist leider das Ergebnis. Deswegen glaube ich, ist es ja auch wichtig, dass Schulen ihren Betrieb wieder aufnehmen. Ich glaube, wir haben eben auch gesehen, dass digitale Technik, Remote Learning, Schule nicht ersetzen kann. Vielen Dank für die Antwort.
Gucken hier mal weiter in den Chat. Hier kommt eine Frage: Was ist denn verloren gegangen? Fähigkeiten, Fertigkeiten. Ich nehme das an, das ist bezogen auf die besondere Situation der Corona-Pandemie. Was hat am meisten gelitten? Soziale, emotionale Kompetenz. Na, ich denke, die Erfahrung, die Schüler machen in der Schule. Schule ist immer der Ort, wo ich Menschen treffe, die anders denken als ich, die anders sind als ich, na, die Probleme aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Und ich glaube, das ist den meisten Schülern verloren gegangen. Wir sehen auch, das ist das, was sich am schwersten durch digitale Technik ersetzen lässt, ist auch das Problemlösen im Team. Ich denke, das ist der große Knackpunkt. Ich glaube, die Vermittlung von Fachwissen, wie gesagt, da sind wir bei 40%, aber das hat bei vielen Schülern, die auch die geeignete Technik hatten, Unterstützung Das schon präzisieren hier, der hat umgesetzt. noch mal einmal nachgelegt im Hinblick, es ging weniger um das Verlieren durch Corona als durch die Digitalisierung. Das war seine Frage. Das,